Hallo ihr Lieben, ich habe wieder eine leckere Rezeptidee für euch. Ich bereite das gerade zu. Das wird ein Fleischstrudel gefüllt im Blätterteig mit Käse. Geht total schnell und schmeckt wirklich mega lecker. So, zuerst röste ich das Gemüse an. Ich habe Knoblauch, Zwiebel, Zucchini, roten und grünen Paprika klein geschnitten. Jetzt kommt auch schon das gemischte faschierte Fleisch dazu. Das wird jetzt alles gemeinsam angeröstet. Das ist jetzt Tomatenmark. Gewürze natürlich. Ich gebe Vegetar rein, Salz, Pfeffer, italienische Kräuter, Basilikum und Paprikapulver. Jetzt gebe ich ganz wenig Wasser dazu und lasse das Ganze ungefähr 10 Minuten köcheln. Die leckere Fleischfüllung verteile ich jetzt auf den Blätterteig. So, jetzt gebe ich geriebenen Cheddar noch drauf. Den Strudel habe ich zugeklappt. Jetzt gebe ich hier auch nochmal Käse drauf. Ihr könnt jeden verwenden, der euch schmeckt.